So, und weiter geht's hier. Hier gibt es jetzt natürlich neue Kakaobohnen. So, habe ich jetzt jede Reihe. Na gut, hier muss ich noch ein bisschen. Genau, da haben wir das so erstmal. Die Tropenbäume müssten wir uns irgendwann mal abtragen. Das wäre eigentlich mal ganz gut, aber ich habe jetzt leider keine Axt hier. Muss ich dann noch mal runter ins Lager gehen, um das dann zu machen. Muss ich mir erstmal eine Axt holen. So, Kakaobohnen, die sind natürlich hier. Haben wir auch wieder einiges gesammelt davon. So, ich mache mal ein ganz kleines Päuschen. Ich bin gleich wieder da für euch. So, Davido Vichu ist wieder zurück hier. Wir haben jetzt gerade die Kakaobohnen hier in die Truhe geschafft, beziehungsweise befördert. So, und da würde ich sagen... Überlege. Genau, ich hab's. Ich werde jetzt erstmal runter ins Lager gehen. Und ich werde mir jetzt erstmal ein paar neue Äxte holen. Die waren, glaube ich, hier unten gewesen. Genau, hier. Und ich mal nochmal 4 Stück. Das Holz könnten wir eigentlich lassen, was wir jetzt haben. So, Tropenholzsetzling, Flächensetzling, das kommt alles natürlich hier rein. Birkensetzling. Gut, Samen haben wir rum. Erde. Genau. Und ich würde das jetzt noch ein bisschen umbauen wollen. Ich will jetzt mal ganz kurz mal was probieren. Also jetzt nicht wundern, das ist es wirklich nur mal eine Probe, was ich jetzt machen möchte. Wundert euch jetzt mal nicht. Wo kommen wir denn hier raus, wenn ich jetzt hier grabe? Wo ist denn das? Ah ja, da sind wir hier. Das mache ich mal kurz weg. So, wo sind wir denn da hier? Sind wir da sehr nah an der Bücherei dran? Ich hoffe nicht. Oh doch, hier kommt schon die Bücherei. Das ist natürlich nicht so gut. Wie gesagt, es war nur eine Probe. So, ich baue jetzt die Drohnen wieder. Also funktioniert das so nicht, wie ich es mir ausgedacht habe. Da müssten wir das, glaube ich, in die andere Richtung bauen. Das ist doof. Das ist sehr doof. Gut, die behalte ich mir noch mit, die ich hier habe. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da war noch einer. So. Überlege. Wie machen wir das da jetzt am besten? Da müssen wir uns womöglich doch hier lang bauen. Dann werde ich das, glaube ich, doch so machen müssen. Da muss ich mal gucken, wie viele Abstand haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 5er Abstand haben wir jetzt. Ach nee, da muss ich erstmal Stein abtragen. Huch, damit ich das machen kann. Da würde ich mir das Stein von hier hinten holen. Wenn es geht. Setze ich mir die Fackel mal hier hin. Wenn wir das mal ein bisschen ausbauen hier.
auch kann. Jetzt werde ich mir von hier mal das Stein holen. Ich wollte jetzt eigentlich die Mühle anfangen, aber jetzt habe ich mich doch zu was anderem entschieden. Aber die Mühle machen wir dann trotzdem noch. Auch wenn es jetzt in der nächsten Folge sein wird. Alles weg hier, das geht auch. Boah, da haben wir wenigstens genug Stein, um unser Holzlager hier unten zu bauen. Aber das ist schade, dass das nie so funktioniert. Oder ich hätte es vielleicht in eine andere Richtung bauen müssen. Genau, jetzt fällt es mir gerade ein. Vielleicht hätte ich das in die andere Richtung bauen müssen. Dass ich das nicht so hier gebaut hätte, sondern dass ich das in die Richtung gebaut hätte, dass es in die Richtung geht. Leute, das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Das könnte man ernsthaft so machen. Das würde von der Optik auch richtig gut kommen hier unten. Das wäre mal richtig heftig, wenn wir das machen würden. Wisst ihr was? Das machen wir sogar. Das machen wir sogar. Also heißt es, wir müssen das alles jetzt nochmal umbauen. So leid, wie es mir tut, aber wir müssen das alles jetzt nochmal umbauen. Wir können das ja immer noch so lassen hier, so wie es jetzt ist. Aber wartet mal, ich muss mal ganz kurz, bevor ich hier anfange, muss ich mal ganz kurz mal zählen hier. So, die Bücherei ist wie groß? Na gut, da hättest du hier einen Block und zwei Blöcke. Genau, hoch, ich bleib hier hängen. Zwei Blöcke hätten wir da hier. Also bis zum Schild. Dann wäre hier die erste Wand. Heißt also, dass es hier ab dem Zaun hier losgeht. Heißt also, hier freilassen. 1, 2, 3, das wäre der Anfang dieser Truhe. Freilassen, Wand. Also ab hier ist dann die nächste Wand. Gut, soweit sind wir jetzt schon. Und dann freilassen, 1, 2, 3, nächstes Holz. Freilassen, Wand. Das würde sogar funktionieren. Da hätten wir die zwei Arten von Holz, die wir jetzt dort hinten auch haben. Aber würde das hier auf der Seite auch noch funktionieren, dann müssten wir das hier noch ausbauen irgendwie. Weil da wären wir ja schon bis hier. Da wäre hier frei, 1, 2, 3, freilassen und da wäre hier die nächste Wand. Da würde das alles verschwinden. Aber wir hätten ja trotzdem noch den Durchgang hier. Ich bin am Überlegen, Freunde, ich bin am Überlegen, aber ich glaube mal, das machen wir sogar so. Ich werde das schon mal anfangen. Und das wird jetzt doch mal ein Megaprojekt werden. Das wird jetzt ein richtiges Megaprojekt. Boah, jetzt kommt das ganze Holz natürlich hier raus. Das müssen wir dann erstmal alles ein bisschen provisorisch lagern. Das machen wir dann gleich. Wiederum auch so, wieso ist es eigentlich Feuer eingefallen, ne? Aber ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das jetzt denke. So, nächste Folge.